Alles neu macht der Mai, oder wie heißt es so schön? Und damit freue ich mich, endlich wieder eine neue Folge Stadtgeflüster, dem Videoblog des Bürgermeisters, ankündigen und durchführen zu dürfen. Über ein Vierteljahr ist es her, seitdem ich mich das letzte Mal bei Ihnen da draußen gemeldet habe. Und das hatte einen Grund. Der Cyberangriff Ende Februar hat uns schwer getroffen und danach waren erstmal einige andere Themen, die wir klären mussten und einige Dinge, die wir erst wieder regeln mussten, bevor wir auch wieder über diesen Kommunikationskanal kommunizieren konnten. Weil es ist natürlich nicht so, dass wir nur ein Video machen, sondern es muss bearbeitet werden, es muss danach auch aufbereitet werden und dann hochgestellt zu werden. Und all diese technischen Möglichkeiten hatten wir nicht. Aber ich freue mich, dass wir heute wieder loslegen können und damit können Sie jetzt darauf vertrauen, alle 2 Wochen wieder Direktinformationen aus dem Rathaus zu bekommen. Der Cyberangriff an sich wird leider noch ein bisschen dauern, bis wir dort die Folgen tatsächlich überwunden haben. Wir gehen davon aus, dass es bis in den Herbst hinein dauert, bis wir alle Programme, alle Datenbanken, alle Kommunikationswege wieder so gewohnt zur Verfügung haben, wie wir sie einmal vor dem 23. Februar dieses Jahres bei der Stadt kannten. Das hat nichts damit zu tun, dass wir nichts tun, sondern es hat damit zu tun, dass unser Netzwerk sehr umfangreich und sehr komplex ist. Wir haben 150 Programme, die nach und nach alle wieder eingespielt werden müssen. Wir haben 140 Server, die alle von Hand wieder aufgestellt, eingestellt und hochgefahren werden müssen. Und das dauert eben seine Zeit. Die Kolleginnen und Kollegen der IT arbeiten mit Hochdruck an diesem Thema. Und so können wir schon fast alle Dienstleistungen für Sie da draußen wieder gewohnt zur Verfügung stellen. Aber im internen Verkehr merkt man es doch noch deutlich. Ansonsten hoffe ich, dass Sie ein gutes erstes Vierteljahr in diesem Jahr hatten. Und man hat es ja am vergangenen Wochenende jetzt erleben können. Die Feiersaison ist zurück. Am 1. Mai-Wochenende ist immer viel los in der Stadt. Und so konnten wir unseren Badesee eröffnen. Und da lade ich Sie herzlich ein. Gehen Sie mal hin. Wir haben ein neues Boot bei der DLRG. Wir haben hoffentlich zum Badebetrieb, zum Start des Badebetriebs auch wieder neue Schattenplätze. Also wir haben einiges gemacht, worauf Sie sich freuen können. Und ich denke, dass wir auch in diesem Jahr wieder ein tolles Angebot haben. Aber auch andere Vereine hatten am Wochenende ein tolles Angebot und auch in den nächsten Wochen viele, viele Feste. Also gehen Sie einfach raus. Haben Sie Spaß, nehmen Sie am Leben teil. Denn denken Sie dran, vor einem Jahr hatten wir noch Corona und da konnten wir noch nicht so feiern, wie wir wollten. Und zum Glück ist diese Phase jetzt vorbei, sodass wir wieder rausgehen können, das Leben erleben können und gemeinsam einfach eine gute Zeit verbringen können. Damit soll es für heute erstmal das gewesen sein. Ich freue mich, wenn Sie uns Fragen schicken. Ich freue mich, wenn Sie sich bei uns melden. Und dann können wir in der nächsten Runde auch wieder weitere wichtige Themen aus der Stadt besprechen. Bis dahin, eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.